bin Mika Not. Bin jetzt schon seit Ewigkeiten beim VfL und ich mache Triathlon hier. Heimat, auch wenn ich jetzt schon seit 4 Jahren in Darmstadt wohne, ist irgendwie immer noch, wenn ich hierher komme, fühlt sich wie Heimat an. Ja, jetzt gerade hier im Tunnel habe ich das letztens gesehen, Bilder vom Wolfsburg-Marathon damals. Da bin ich so einen Mini-Marathon gelaufen, wo man dann hier durch den Tunnel eben in das Stadion eingelaufen ist als kleines Kind und habe ich immer noch Erinnerungen dran und ja, hier ging alles los, würde ich sagen. Letztendlich war dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich beim Wolfsburg Triathlon zugeschaut habe. Davor war ich so ein Allrounder, würde ich sagen. Ich bin ganz früher mal geschwommen, aber war einfach ein aktives Kind, so viel draußen gewesen und hatte fürs Laufen immer schon ein natürliches Talent. Und als ich dann mal beim Wolfsburg Triathlon zugeschaut habe, fand ich es echt alles richtig cool, so die abgespaceden Fahrräder und sowas. Und ja, da habe ich es einfach mal ausprobiert und mich hier direkt wohlgefühlt. Der war sehr gut, ist jetzt auch erst ja, noch relativ frisch. Vor einer Woche habe ich in den USA beim 70.3 Augusta gewonnen. Größter Erfolg, letztes Jahr der 4. Platz bei der Ironman 70.3 Weltmeisterschaft. Größter Misserfolg in einem Rennen. Fällt mir schwer, da jetzt was konkret zu finden. Ich würde halt eher sagen, so halt Verletzungen und Rückschläge, so dass ich das als Misserfolge sehe, beziehungsweise dass mir da halt einfach Erfolgschancen genommen werden durch. Habe ich jetzt leider ein bisschen trainieren müssen. Mittlerweile relativ gelassen, einfach weil ich jetzt schon 2 Jahre in Folge eben Rückschläge hatte, aber beides Mal echt richtig gut zurückgekommen bin. Also habe ich da jetzt ja dadurch Selbstbewusstsein gewonnen, dass ich eben auch nach Rückschlägen zurückkommen kann und habe einfach jetzt akzeptiert und auch mit vielen anderen wirklich Top-Leuten halt gesprochen, die meinen, das gehört halt einfach dazu. Und letztendlich hat jeder Rückschläge und es geht halt eher darum, wie man dann davon zurückkommt, was halt dann die richtig guten von den nicht so guten unterscheidet. Von daher sehe ich es halt eher jetzt mittlerweile als Herausforderung, die halt einfach dazugehört, auch wenn es keinen Spaß macht. Sehr akribisch, würde ich sagen. Also im Training natürlich, im Triathlon hat man eher weniger Wettkämpfe, gerade auf den längeren Distanzen. Und ja, letztendlich trainiere ich 10 Monate im Jahr, 11 Monate im Jahr für dann 5 bis 7 Rennen so. Also ja, es geht sehr viel Training rein. Ja, und gerade in der Rennwoche alles sehr akribisch, alles abgemessen, abgewogen, wie auch immer. Aber auch daraus schöpfe ich halt auch wiederum Selbstbewusstsein fürs Rennen, dass ich weiß, okay, ich habe wirklich alles gemacht. Nicht aus meiner Sportart. Eher so allgemein im Sport, so Usain Bolt noch von früher. Früher war ich Fan und mittlerweile sehe ich ihn auch eher so ein bisschen als Vorbild, einfach seine Herangehensweise an Sport, dass er halt ja, der Beste auf der Welt war, aber trotzdem halt ein Entertainer war, was ja keine Frage zum Profisport halt dazugehört. Und zumindest wirkt es von außen so, hat er halt auch noch Spaß dabei. Also der Erfolg natürlich an erster Stelle, aber trotzdem noch Spaß dabei haben und für gutes Entertainment zu sorgen, ist schon, schon auch so mein größtes Ziel. Nicht verkrampfen, den eigenen Weg gehen, ja, sich selber vertrauen und ja, letztendlich ja, vor allem halt aufs Bauchgefühl, sage ich mal, hören. Also auch wenn andere sagen, mach das und das und nee, eigentlich musst du doch das und das machen. Wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann lass es einfach, sondern mach das halt, was sich für dich richtig anfühlt und lass dich nicht irgendwie von anderen treiben, weil letztendlich muss die Motivation halt intrinsisch sein. Also es hilft nichts, wenn irgendwie da Eltern oder Trainer da zu sehr pushen und da bin ich ja auch im Nachhinein mega dankbar für mein Umfeld, sowohl Familie als halt auch hier beim VfL die Trainer, Carlo zum Beispiel, war immer, immer mega unterstützend, ohne mich treiben zu müssen oder sowas. Und das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg. Kurzfristig für diese Saison hoffe ich noch einen guten Saisonabschluss zu finden. Ein Rennen habe ich nämlich noch. Und ja, mittel- bzw. langfristig ist dann
Weltmeister zu werden, also der Beste auf der Welt, ja, über die Ironman-Distanz. Ja. Jo, danke fürs Zuschauen und ja, hoffentlich sehen wir uns mal vielleicht bei irgendeiner Veranstaltung vom VfL oder auch einfach hier auf dem VfL-Gelände beim Training. Würde mich auf jeden Fall freuen und ja, bis dahin, macht's gut, ciao.